So, an diesem Punkt wohl hat der letzte Part aufgehört. Jetzt geht's weiter. Wir müssen irgendwo hinfinden. Wo sind wir denn jetzt? Syrische Wildnis. Oh, Syrien habe ich noch nicht ganz abgeschlossen. Da muss ich also nochmal hin, aber... im Moment kann ich noch nicht schnell reisen. Alles klar. Berggipfel habe ich schon. Ja, wahrscheinlich wird es hier noch mehr verschiedene Gebiete irgendwie dann geben. 6% der Geschichte abgeschlossen, alles klar. Ich glaube, das wird erst mit der Zeit Open World mäßig, so wie das auch in dem anderen Spiel war. Jetzt bleibt das wahrscheinlich erstmal so, ja, bisher sehr langweilig. Ich muss mich bewegen. Gerade dieser Part. Okay, ich bin auch ungeduldig. Gerade mal knappe Minute gespielt. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. Ah, Lagerfeuer. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Puh. Guck mal, da liegen doch Streichhölzer daneben. Ach du Scheiße, sind wir jetzt ja bei Seven in the Wild, Seven vs. Wild. Okay, wir brauchen Holz. Dann brauchen wir einen Feuerstein und Zunder. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Boah, ja, jetzt lauf doch mal schneller. Jammer nicht. Du läufst doch sonst auch überall mit Kopf. Noch frisch. Kein Fleisch, aber... zurück zum Camp. Ja, man kann echt nicht rennen. Sorry, Leute. Sorry, sorry, sorry. Wartet, ich will es jetzt wieder leiser machen. Jetzt ist es mir schon wieder zu laut. Los, verdammt. Boah, ey, das sieht da scheiße aus. Richtig vereist der Schnee. So, sieht man jetzt, wie sie Feuer macht? Ich glaube nicht. Also, alle für Seven vs. Wild, Kanada, passt auf. Wohl, da wird es ja warm sein. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Ja, geil. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Okay, das nicht kann nochmal. Ich noch nicht machen. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Lara, du nervst mich. Jetzt hör mal auf. Kann ich auch noch nicht verbessern. Wie, das sind die Outfits, okay. Nein.
Kann ich bitte einfach wieder das normale Outfit haben? Obwohl das wirklich... Das sieht gut aus. Ich glaube, ich will, dass die so modern aussieht. Lässige Kleidung für ein einfaches Leben. Warum mache ich so eine Scheiße eigentlich gerade? Auch voll komisch, dass man das schon alles benutzen kann. So, ich behalte einfach die klassische Jacke, denke ich. Das hat aber keinen Bonus. Und was macht das? Outbanuelle. Das wäre eigentlich so ein Outfit-Bonus. Ist gar nicht schlecht. Erhöhter Nahkampfschaden. Das nix. Ich lese gerade, was da ist. Sorry, Leute. Ich hab's heute zu viel geredet. So, am besten war eigentlich das. Geistweber. Fähigkeitspunkte. Ah, siehst du, was ist so aufgebaut. Okay. Schnellreise. Kann ich aber noch nicht hin, okay. Inventar. Okay, kann ich nichts herstellen. Kann ich auch nichts herstellen. Ach, bei Waffen kann ich meine Outfits. Wo ist denn die Jacke, die sie von Anfang an anhatte? Das war doch diese normale, oder? Ja, wir lassen das jetzt einfach an. Sorry, Leute. Ich will, dass die... Okay. Ist das jetzt dieses Outfit, was ich wollte? Nee, eigentlich nicht. Och, sorry, Leute. Ihr wisst, ich und Outfit, das ist immer so eine Sache. Weil irgendwie, dass dieses Menü so schräg ist, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich zum Kotzen. Das sieht geil aus irgendwie. Was macht das? Reduziert. Alpha-Raubtier, das könnte auch geil sein. Nee, wir nehmen das hier, das sieht geil aus. Bastion der Hoffnung. Das sieht auch aus. Und was macht das? Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Also... Okay, das könnte auch geil sein. Sieht aber komisch aus.
Also ehrlich gesagt, entweder jetzt das hier. Da ist noch das Fell dran. Oder das hier, obwohl ich zu der antike Vorhut hin. Ja, das nehme ich einfach. Komm, das sieht gut aus, das nehmen wir jetzt. Und weiter geht's. Wald erkunden, alles klar. Ach du Scheiße. Man muss sogar Tiere töten. Das war dumm. Also was? Kannst du einfach mal dein Licht da ausmachen? Es nervt mich. Vor allen Dingen, da musst du immer mit diesem Ding in der Hand auch noch klettern. Das ist doch einfach dämlich. Das ist wirklich dämlich. So. Weiter geht's. Mal gucken. Ach, da hinten muss man... Diese Ruinen hier. Mongolisch. Trinity. Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte kommen. Keine Ahnung, was ich machen soll. Einfach langlaufen. Wir hatten Störung. Oh fuck, hätte ich mal Raubtierschutz genommen. Okay, gut, dass ich nicht dagegen kämpfen muss. Okay, da muss ich über den... Oh, das ist ja auch schon wieder gruselig, aber da muss ich über den Schnee springen. Ja. Alles klar. Fuck, 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 fuck. Ja, genau, Nahkampf. So, kannst jetzt einfach abhauen. Oh, dreh dich doch nicht um! Okay, C und dann F. Ja, die Kastenkombi ist neu für mich. Mit was drückt man C? Mit seinem Daumen oder mit seinem Zeigefinger? Weil, wenn ich danach F drücke... Muss ich C, F gedrückt halten, oder was? Willst du mich verarschen? Ja, ich muss es gedrückt halten. Einfach länger. Oh, fuck, das war natürlich auch nicht gut. Aber das war jetzt ein gutes Sterben, oder was? Weil die Geschichte weitergeht. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ich muss die Wunde verbinden. Ja, das ist immer noch alles so eine Art Tutorial. Diese Blätter sollten die Blutung stillen.
brauche einen Verband. Ja, also normalerweise würde ich jetzt F1 drücken. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Das ist die Trinity da unten. Ah, Paul. Da muss man V drücken zum Heilen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Ich will nicht den Bären besiegen. Ich habe keine Lust. Okay, erstmal hier hochspringen. Wow, damals musste ich ja gegen den Jaguar kämpfen. Das fand ich auch scheiße. Ein Bär ist ja noch mal fetter. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Mhm. Cool. Okay, ich muss hier hochklettern. Wie ich es am Anfang gelernt hatte. Wo muss ich jetzt lang? Hier lang. Fuck, ich muss an den Bären vorbei. Nein. Nicht gut. Ah, ich brauche noch Vogelfedern, um Pfeile herzustellen. So, vielleicht kann ich hier hin. Naja, immerhin gibt es hier ein Dokument oder Vogelfedern. Okay. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier auch die ganzen Sachen, die man da finden kann. Ja, perfekt. Jetzt fehlt mir wieder Holz. Okay, ich gehe einfach mal erstmal wieder zurück. Und ich möchte eigentlich nicht mit den Bären kämpfen. Ich würde jetzt gerne erstmal hier hoch. Hier hoch. Mhm. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Ah ja. Ich weiß nicht, findet ihr das gut, wenn wir uns das immer anhören? Interessiert euch das? Ja. Ich dachte, ich mach das einfach mal. Wo verdamme ich nochmal ist der Bär?
ich würde hier hingehen und dann so an dem Bären vorbei. Okay, das ist ein Relikt, denke ich. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Ah, jetzt kann man diese untersuchen. Oh, da ist ein Kratzer. Mhm. Ah ja, hier fehlt was. Mhm. Ja, wow. Was soll ich jetzt machen? Cool. Yay. Ui, ui, ui. Ja, okay. Reicht. Man sollte ja auch nicht übertreiben. Okay, dann hier hin. Okay. Ich will an die Federn, deswegen so, so, so. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo der Bär ist und wo ich hin muss. Ja, hab hier vieles noch nicht, aber ist mir jetzt auch erstmal egal. Das machen wir am Ende wieder. Ah, hier ist nochmal ein Giftpilz. Hier muss man das jetzt herstellen. Ach, jetzt brauchen wir noch Stoff. Ja, genau, hier in der Höhle finden wir bestimmt Stoff. Sieht aus wie Silber oder so, ein, so was Blaues. Magnesiterz. Ja, cool, für Schrotflinten. Habe ich eigentlich hier schon so ein Waffenrad? Nee. Funktioniert dann jedenfalls nicht genauso. Und, was ist das hier? Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Okay. Dann gehen wir doch mal raus. Also irgendwie musste ich auch hier hin, ne? Das, die Höhle konnte man dann auch nicht übersehen, also so geheim war die doch nicht. Muss ich hier hin. Ah, ist das ein Obelisk? Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Okay, da muss ich später nochmal wiederkommen, wenn sie mehr weiß. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Ah, okay, und dann muss ich den Bären vergiften, oder was? Oh. Ja, komm, jetzt hör auf mit dem Tiere töten. Du verschwendest nur Pfeile. Jetzt fehlt dir nämlich wieder Holz. Zwei Holz dafür, toll. Mhm. Geräuschlose Pfeile, Giftpfeile.
jetzt welche hergestellt. Muss mich ausruhen. So kalt. So müde. Oh, cool, ihr Igloo. Ja, und mit dieser Nacht endet Nein, jetzt auch der du Part. Du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist. Also, das gucken wir noch, aber. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Sophia, lauf weiter! Na los, wir haben sie! Fuck, ich dachte, ich soll an dem Bären vorbei. Aber coole Frisur habe ich jetzt. Lauf weiter! Nee, das bin ich ja nicht, das ist irgendeine andere. Schnappt ihr euch! Ich hoffe, wir kommen auch noch in wärmere Sachen. Ey, du hast meine Tür kaputt gemacht. Ich hau bestimmt irgendwo oben auf dem Baum oder so. Noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Alles der klar. Ist noch instabil. Das machen in der Nähe. Wir, müssen sie wir jetzt eben noch und dann wollte ich eigentlich speichern. Okay. Warte, erstmal. Nein. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist das vermisste Erkundungsteam. Ah, cool, da gibt's neue Pfeile. Gut, alles klar. Kann man hier eigentlich auch speichern? Na, ja, keine Ahnung, hier speichert automatisch. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Ah, stimmt. Man kann immer so speichern. Zur Not. Bis dann.